Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir wieder bei Mike spielt irgendwas und heute spielen wir wieder den Vorkoster, denn wir haben die neue Degusta-Box für September bekommen und ja, wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, ich weiß es nämlich nicht, dann bleibt dran, bis gleich. Hallo, hier sind wir wieder bei Mike spielt irgendwas und wir packen heute die neue Degusta-Box aus für September. Und man könnte schon September eher sagen, ist ja schon so bald. Also komm, ist der August vorbei und die Augustbox schon halb aufgegessen. Ist schon der Herbst da, aber schauen wir mal. Vielleicht ist ja auch was Herbstliches drin, ziemlich schwer. Also könnte sein, dass hier vielleicht da was ein halber Kürbis drin ist. Keine Ahnung, schauen wir mal. Machen wir erstmal die Kleberei auf hier. So, immer schön vom Körper weg, wie wir das in der Chirurgie gelernt haben. So. Immer ordentlich verpackt hier. Ups. Ja, das ist spannend. So, machen wir mal den Papa erstmal auf. So, jetzt hier Zettelskram. Tun wir erstmal weg. Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Für mich überraschen lassen. Herrgott. So, hier ist schon mal was. Das fasst sich wie Chips an. So, das scheint auch welche zu sein. Die guten Snacks Naturchips Barbecue. Okay, von Snacks habe ich so im Laden auch noch nicht viel gesehen, muss ich sagen. Nicht frittiert. Also wieder so gepufftes Zeug. Nuovo und Crunch. Also es ist nicht nur neu, sondern hat auch Crunch. Wie auch immer. Hat man früher Crunch alleine verkauft, weiß ich nicht. Das kommt aus Spanien. Snacks. Popped Snack with Barbecue Flavor. Mhm. Kann Milch, Erdnüsse, Nüsse und Soja enthalten. Ja, müssen wir öfters mal ihre Bänder sauber machen. So, mit Barbecue-Geschmack. Diese gepufften Dinger kennt man ja mittlerweile. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Mit Kichererbsen, mit Mais, mit was weiß ich alles. Alles, was man puffen kann. Diesmal mit Barbecue-Geschmack. Das ist mal was Neues. Das hatte ich noch nicht. Gespannt. Das hält sich noch bis Juli 23. Okay, das kann man sich auch dann als Notration weglegen für eine halbe Stunde. Ja, so, also was für eine Not, ne? Also. Hallo. Jo. Es riecht schon mal so ein bisschen nach Barbecue-Soße, okay. So, sieht recht appetitlich aus. Immer von der Form her. Kennt man diese Art Chips? Das haben wir auch von einheimischen Herstellern. Hm. Hm, schön crunchy. Mhm. Würzig. Schmeckt erstmal gar nicht so schlecht. Weiß nur nicht wonach. Ein bisschen tomatig, süßlich. Hm. Und ein bisschen rauchige Note. Also richtig. Also wenn ich mir jetzt so Barbecue-Soßen vorstelle, die ich so hier habe, ist das eher eine sehr milde Barbecue-Variante. Weder sehr süßlich noch sehr rauchig. Aber würzig, man kann es nicht so genau definieren. Ist aber ein interessanter Geschmack. Also ist was anderes als das übliche. Die gibt ja meistens ich glaube mit Sour Cream und dann hauptsächlich Paprika. Und kann man gut wegessen. Mhm. Also, lecker sind sie, aber hatte jetzt so diesen typisch rauchigen Barbecue-Soßen-Geschmack erwartet. Die sind eher ein bisschen milder. Hm. Aber was anderes. Hm? Aber lecker ist es schon. Hm? Hm? Schöne Würze. Ein bisschen Raucharoma. Aber
Die sind aus Kartoffeln. Dehydrierten Kartoffeln. Ja, so ein bisschen kartoffelig sind sie auch. Also, schmeckt ein bisschen ja wie die Kartoffeln, die man so ein bisschen mit so einer etwas würzigeren Tomatensauce bestrichen hat, die so ein leichtes Raucharoma hat. Also, ist natürlich auch Definitionssache, was ist jetzt genau Barbecue-Sauce, wonach soll die genau schmecken. Gibt es ja verschiedenste Varianten da mittlerweile. Aber so übel schmecken die nicht. Also, die sind schon lecker. Nur hatte ich jetzt von der Aufdruck her von Barbecue, da habe ich so eine gewisse Erwartung immer, dass es eben so süßlich rauchig ist, dunkel. Sind schon ein bisschen mehr ins Tomatige. Aber ist schon lecker. Also, die kann man auch gut essen. Wer vielleicht auch dieses Barbecue gar nicht so sehr mag. Und sagt, ist ein bisschen rauchig, aber gar nicht so viel. Der kann hier zugreifen, so ein bisschen so Mittelding zwischen Barbecue und Tomatensauce, habe ich so das Gefühl. Also ist ja auch eher der spanische Geschmack, der hier rauskommt, so ein bisschen mehr Richtung Salsa. Ist auch nicht schlecht, kann man gut essen. Ja. Die werde ich noch mal kosten. Was ist das denn? So, dann geht es hier schon mal direkt weiter. Mit Bocconcini oder so ähnlich. Bocconcini, Mille Foglie d'Italia. Scheint aus Italien zu kommen, es gibt Hinweise darauf. Puff Pastry filled with milk cream. Aha, Blätterteiggebäck mit Milchcreme-Füllung, das ist ja deutsch drauf. Und arabisch. Aha. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Mathilde Vicenzi hat das für mich gebacken, steht extra drauf. Die hat jetzt ja Überstunden gemacht am Wochenende und das für mich hier fertig gebacken. Aus Italien. Aus Verona. Gian Giovanni Lipato Verona. Okay. Also das habe ich jetzt so noch nicht gesehen, muss ich sagen. Die so aussehen in echt wie auf dem Bild. Scheint es ja lecker zu sein. Bite size. Un petit boucher. Oh mon Dieu. Das klingt ja schon wieder köstlich. Mal sehen, wie die Präsentation sich hier dann die Realität zeigt. Aha. Also so sehen sie dann aus. Dann hier so ein ja, Blätterteiggebäck. Gezuckert, aber ganz ordentlich. Ja, es kommt dann auch schon ein Geruch danach entgegen. Und knusprig. Da fallen dann direkt im Mund, wie so dieses Blätterteiggebäck meistens ist. In der Füllung sehe ich jetzt nicht so viel. Sehr süß. Aber nicht unlecker. Also ich sehe es jetzt nicht. Auf dem Bild wieder ein kleines bisschen anders an der Realität. Da könnte irgendwo, die liegt eher so dazwischen den Schichten. Aber nicht schlecht. Ja, Halleluja, ist das süß. Aber gut, was will man da erwarten? Na. Jetzt sieht man hier mal die Creme. Ist vielleicht pro Gebäck nicht immer gleich verteilt so. Schweinesüße Milchcreme, ja. Könnte man so sagen. Halleluja. Wow. Mal der Vergleich mit dem Bild. Aber wer so süßes Gebäck steht, also. Mann, oh Mann, das ist echt süß. Halleluja. Aber wer so extrem süßes Zeug mag, für den ist es wahrscheinlich genau richtig. Das ist auch ein interessanter Gegensatz zu dem hier. Die würzigen Chips. Jetzt haben wir diese extrem süßen Blätterteig-Dinger. Also. Ja, auf Fett und Zucker wollen wir hier gar nicht gucken. Ja, aber gut. Es ist ja eben ein süßer Snack. Also lecker ist es schon, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen zu süß, aber jetzt für meinen Geschmack. Blätterteig ist ganz lecker,
Und sie geht schön auf der Zunge. Und die Milchcreme, da erwartet man halt immer, man beißt rein und kommt die so richtig, aber da muss man erstmal suchen. Okay. Wahrscheinlich nicht so einfach, das so zu backen, wie es dann hier aussieht. Ist natürlich auch Marketing. Schmeckt aber ganz lecker. Ist auch nur halt sehr süß. Ein nettes kleines, ja, Milch- und Vanille-Aroma hat die Füllung. Kann man essen, kann man so zum Tee anbieten und zum Kaffee oder sowas. Ist auch mal was anderes. Nur wer auf Zucker achten muss und Fett, der sollte das natürlich meiden, aber der wird wahrscheinlich sowas eh nicht kaufen wollen. Ja, aber schon lecker, nur halt recht süß. War interessant, habe ich noch nicht gesehen. Kleine Blätterteig-Dinger. Augenzwinkern. Das ist Sabotage. Das hat einer mit Fett angerieben. So. Schauen wir mal, was wir sonst noch hier drin haben, bevor ich mich hier umbringe. Was ist das? Okay. Was Schokolade ist von Sarotti aus Berlin 1852. Das hat aber lange ein bisschen gebraucht. Die Packung ist so. Ah, ist also Ökopapier. Jetzt machen sie alle auf nachhaltig hier. So Recyclingpapier mit so kleinen Farbklecksen drauf. Ja, war gut. Ja, warum nicht, ne? Muss ja nicht immer dieses Hochglanzzeug sein, was man nicht mehr recyceln kann. Weil das ganze hochglanzbedruckte Papier kann man nicht recyceln. Das kann man nur wegschmeißen, verbrennen. Weil die Papierindustrie kann daraus nichts mehr machen. Steht auch extra drauf, dass die mild ist. Also keine starke oder kräftige oder scharfe Schokolade, sondern die ist mild. Muss man jetzt draufschreiben, damit man weiß, was man jetzt im Mund hat. Das kann man ja schnell wieder vergessen. Fruchtig, blumig, mild und cremig zart. Das ist ungefähr wie beim Wein, der nach was weiß ich für einen Baum riechen soll und schmecken und nach dem Boden, wo einer drüber gelatscht ist und nach der Sonnenlage am linken Hang. Und da merke ich nie was von. Aber okay, zum Glück steht es drauf. Dann weiß man, was man verpasst hat. Mit Kakaoprojekt in Ecuador wird unterstützt FSC-zertifiziertes Papier mit Kakaoschalenanteil. Sieht natürlich nicht wie hoch. Ja gut, wenn man hier so ein bisschen was recycelt, warum nicht, hier sind so braune Fleckchen, könnte wirklich sein, dass man so 1% vielleicht Kakaoschalen hier so reingeraspelt hat. Ja, ist ein guter Ansatz, ökologischer werden, aus Ecuador, 60%, also nicht so ganz bitter. Ist das Fairtrade? Rainforest? Fair Ecuador, also nicht so offiziell Fairtrade, aber die machen da so ihr eigenes Ding. Gucken wir mal. Gucke ich das auf hier. Ah, hier steht auch noch was zu lesen drin. Also wenn man viel Freizeit hat, kann man hier ganz viel noch durchlesen, wenn man die Schokolade isst. Ja, ist auch so. Also ich habe mal noch so ein paar Romane mit unserer Ecuador-Versprechen. Hier kann man persönlich dann noch mit QR-Code wahrscheinlich den Bauern kennenlernen, das hier angebaut hat. Selbst verpackt und nach Deutschland geschickt. Und über die Raspeln für die, die das Papier gemacht hat. Und der Genuss dieser Schokolade unterstützen sie umfassende Schulungs- und Förderprogramme, helfen den Kakaobauern und den Familien. Oh, okay. Also wenn sie das wirklich auch so machen, dann ist das eine gute Sache. Papier mit Kakaoschalen. Das ist auch mal was anderes. Merkt das auch, es ist ein bisschen unebenes Papier, so wirklich ein Stückchen drin. Interessant. Habe ich auch noch nicht gesehen. Schokolade ist auch relativ flach. Dafür mit unökologischer Alufolie. Na gut, womit will man die verpacken? Ne? Plastik ist auch nicht besser. Und die sollen natürlich für Hitze geschützt sein. Sonst läuft es weg. So, gucken wir mal. Puh, so mal große Stücke. Oh. Ist schon mal nicht schlecht. Fett. Keinen so zarten Schmelz. Ja, mild, also nicht zu bitter. 60% Kakao. Ein schönes, frisches Aroma. Und ganz gut. Nicht zu bitter, nicht zu süß. So Mittelding mit dem. Bisschen hart. Ist auch nicht so zartschmelzend. Also hier ist weniger Milch drin wahrscheinlich und weniger Kakaobutter.
Und ein schönes Aroma. So. So. Wenn die es nicht zu bitter mögen, 60% ist schon genau ausreichend. Aber trotzdem noch einen schönen, ich sag mal, frischen Kakaogeschmack. Ist auch nicht zu intensiv, aber auch nicht zu laff. Also eigentlich ganz genau richtig. Schmeckt ganz schlecht, muss ich sagen. Und dazu noch ökologisch hier mit dieser, ja, recycelbaren Pappe oder die auch schon Recyclingmaterialien ist. Gar nicht mal so schlecht. Ob man die noch recyceln kann, weiß ich nicht. Mit den ganzen Stücken drin. Die muss man dann auch wieder rausfiltern. Natürlich kann man die nur halt brennen, aber die Herstellung war dann halt verbrennen. Herstellung war dann vielleicht ein bisschen ökologischer als sonst. Ja, nicht schlecht. Also, ihr habt da komplett was zum Lesen noch dabei. Und dann fühlt man sich direkt mit gutem Gewissen, hat man in die Schokolade gebissen. Man hat ja auch was für die Umwelt und die Bauern in Ecuador gemacht. So, nachdem wir jetzt die Welt gerettet haben, ja, ich finde das schon nicht schlecht. Guck mal, was wir noch so haben. So, das ist das Senf. So, Mutti hat uns auch was mitgegeben. Zweifach konzentriertes Tomatenmark mit Gemüse. Warum sind nur Gemüse im Tomatenmark? Das macht alles kaputt. Doppelkonzentriertes Tomatenmark mit Gemüse von Mutti. Mit Verdampfen des Safts von reifen roten Tomaten. Natürlich im alten Rezept hergestellt. In dieser Tube sind 0,4 Kilo frische Tomaten. Und warum muss man dann noch Gemüse reinmachen? Also hier sind dann noch 12,8%, also genau 12,8, nicht 7 oder 9, passierte Möhren drin. Dann Sonnenblumenöl, 4% Zwiebeln. Kann man sich bei 130 Gramm dann ausrechnen, wie viel das ist. Was haben wir noch? Verschwindend kleine Mengen von Sellerie, Petersilie, Salz, Basilikum, so 1%. Dann noch Gewürze weiterhin und natürliche Aromen, was immer das sein soll. Okay, also man hat hier so ein kleines bisschen Gemüse noch reingemacht. Was das jetzt für ein Unterschied sein soll, weiß ich auch nicht. Die müsste ich jetzt aufmachen. Also würde ich lieber zulassen, weil da kann ich jetzt so... Ich hatte jetzt dieses Wochenende nicht vor, mir einen Bolo zu kochen oder sowas. Ich bin unscharf. Also es gibt auf jeden Fall das Tomatenmark zweifach. Also ist nicht sehr konzentrierend. Kann man eigentlich fast schon so direkt reinmachen. Ja, mit Gemüseanteil. Auch wenn der relativ gering ist. Ich meine, 1% Petersilie. Dann haben wir noch 1% Sellerie. Wie viel ist das? Mindestens Zucker hier nicht an der ersten Stelle. Das ist schon mal sehr löblich. Der kommt weiter hinten vor. Also das hat man nicht künstlich nachgesüßt oder sowas. Wie die meisten Ketchups oder so. Also schmeckt wirklich dann wahrscheinlich sehr nach Tomatenmark, vermute ich mal. Aber 12% Möhren bei 130 Gramm Inhalt. Wie viel Möhre ist denn das dann? Naja, gut. Hat man noch ein kleines bisschen Gemüse mit drin in der Bolognese, Tomatensauce, was auch immer. Warum nicht? Müssen wir mal ausprobieren. Ich nächste Mal wieder was in Tomaten koche. Ja, ich dachte schon. Na gut, besser als Senf oder Zahnpasta habe ich jetzt auch ein bisschen Tomatenmark. Warum nicht? Mit Schokolade dazu. So, was haben wir hier noch? Was ist das hier? Eine Flasche? Nee, das ist French Dressing von Tomi. Mit süßfruchtigen Tomaten und Meersalz. Okay, die Art Flasche ist jetzt aber auch neu, oder? Falsch rum. So, die hatten ja eigentlich sonst immer diese anderen Flaschen. Das haben sie ein bisschen modernisiert hier anscheinend, das Erscheinungsbild. Kenne ich jetzt noch nicht. Also französisches Dressing. Und frisch aus Paris. Mit natürlichen Zutaten. Nochmal zur Erinnerung, dass sie da drin sein sollen. Nutri-Score ist C. Also kann man sie direkt so weglöffeln, wenn man will. Kann man aber auch lassen. Vor Gebrauch schütteln. Salatdressing mit Tomaten und Meersalz. Okay. Ja, ich bin ja jetzt weder der Salatesser noch der, so der Dressing-Freund, muss ich sagen. Sehr interessant. French Dressing. Tja.
Wasser, Sonnenblumenöl, Tomatenmark. Ah, hier hatte ich übrigens noch welches. Können wir noch was reintun? Zucker, Essig, Senf, Eigelb. 1% getrocknete Tomaten. Die macht man wahrscheinlich rein, um hier diese kleinen roten Pünktchen hier reinzukriegen, die man so optisch sieht. Ist wahrscheinlich nur für die Optik drin. Also, ich meine, bei 350 Millilitern, 1% getrocknete Tomaten merkt auch kein Mensch. Okay, Spuren von Sellerie. Gut. Man hat dann hier so 30 Milliliter. Das ist eine Portion. Also, wer misst das ab, wenn man einen Salat macht? Keine Ahnung. Pro 100 Milliliter haben wir hier 185 Kilokalorien und 767 Kilojoule. Meiste davon ist Fett und Zucker. Okay. Bisschen Eiweiß, kleines bisschen Salz ist es nicht so viel. Ja. Auf Rindsdressing. Richtig französisch. Machen wir mal auf, probieren wir mal. Ja, riecht jetzt ein bisschen wie Mayonnaise, muss ich sagen. Echt geschüttelt, man muss davor gebraucht schütteln. Früher jahrelang Barkeeper zugeschaut. So, hol dir mal ein Löffelchen und dann probieren wir mal das leckere French Dressing. Yummy, yummy. So, bonjour, wie der Spanier sagt. Hier haben wir unser französisches Dressing. Und ich habe hier meinen Spezial-Espresso-Löffel, der klein genug ist, um hier vielleicht auch reinzukommen. Ja, nicht so ganz, aber wir können hier so ein bisschen leckeres Dressing hier drauf machen. Riecht nach Mayo. Ja, da schmeckt ein bisschen Senf raus, ja. Ja, prickelt ein bisschen auf der Zunge. Ja, wer regelmäßig sowas isst, wird wahrscheinlich denken, oh, French Dressing. Ja, also, schmeckt wie wahrscheinlich French Dressing. Ein bisschen pikant. Ja, ist nicht schlecht, aber gut. Neue Aufmachung, neue Zutaten wahrscheinlich. Ist ein bisschen, sieht jedenfalls nicht schlecht aus. Ein bisschen modernisiert. Schmeckt auch okay. Ich sag mal, wie gesagt, ich esse nie Salat, also von daher weiß ich nicht so genau, ob das jetzt so ankommt, war aber jetzt nicht so ganz schlecht. Kann ich vielleicht hier als Dip für die Chips noch benutzen. Oder Schokolade. Schauen wir mal. Auf jeden Fall das neue French Dressing von Tommy. Gibt es wahrscheinlich noch andere Produkte. Wahrscheinlich haben die jetzt alles hier in diesen neuen Flaschen gemacht. Ist nur die Frage, was kostet das jetzt? Ob das jetzt meistens neues Design heißt ja höherer Preis. Man muss das ja irgendwie rechtfertigen. Oh, was haben wir hier noch? Okay. Jetzt komm raus, werde ich nicht. Oh, was ist das? Wir haben da eine Flasche falsch rum reingetan. Oh ne. Rosé! Immunwasser! Hey, ich kann nie mehr krank werden. Ich habe jetzt Immunwasser. Damit bin ich gegen alles immun, wenn ich das trinke. Immunwater, wofür immer man das braucht. Rosé. Functional Water. Also eigentlich hat Wasser eine Funktion. Hier steht's drauf. Macht immer, mein Gott, was macht man sonst mit Wasser? Hat ja eigentlich keinen Sinn. Jetzt wissen wir es, man kann es hier als Immunwasser trinken. Mit Vitamin C und D. Tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei. OSC Immunwater ist, man schreibt doch nicht Immunwasser, sondern Immunwater, weil sonst, ne, wäre es ja nicht international, ist somit die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und gesunder Lebensweise. Wenn man ausgewogene Ernährung hat, braucht man das überhaupt nicht. Mal ganz von abgesehen. Klimaneutrales Produkt ist vegan. Ich weiß nicht, ob Wasser vegan ist, also da würde ich bezweifeln. Ohne Zusatz von Zucker und Süßungsmitteln. Das ist schon mal gut. Da hat man wenigstens nicht hier noch zusätzlich noch Süßungsmittel reingeballert. Die Flasche ist aus 100% recycelten PET. Natürliche Trübung. Ja, mein Gott, also ist mir eigentlich völlig wurscht, ob die glasklar ist oder ein bisschen getrübt, diese Flasche. Ich glaube, den meisten Leuten auch. Deshalb kann man dann ruhig mehr machen mit diesem Recycling. Ja, also Immunwasser. Und da soll das überhaupt schmecken. Ist irgendwas. Wahrscheinlich nach Zitrusfrüchten, weil hier sind so Labetten drauf. Limette Ingwer habe ich noch gar nicht gesehen. Limette Ingwer ist hier so gelblich zu sehen. Habe ich jetzt übersehen. Limette Ingwer Geschmack, damit man auch weiß, wonach es geschmeckt hat, nachdem man es runtergewürgt hat. Schauen wir mal. Riecht zitronig jetzt erstmal. Okay, aber ich bin ja vorbereitet. Ich habe ja ein ehemaliges Senfglas und wenn man dann mal zum Trinken benutzen,
mag das, diese Senfgläser, die man dann noch als Trinkglas benutzen kann. Das Kind auch immer mit Tom und Jerry drauf oder Pinocchio oder sowas. Fußballstars oder so ein Kram. Also leicht eingetrübt. Ingwer macht Geräusche. Also steht ja mild prickelnd. Und entweder ist die Kohlensäure hier komplett rausgekommen oder. Also, ja. Merkt man nur ein ganz kleines bisschen von, dass das ein bisschen Kohlensäure drin ist. Also ganz, ganz, ganz wenig. Ist nicht ganz so laff dadurch, aber. Ja, also schmeckt jetzt wie so ein. Was weiß ich, Wasser Zitronen aus Österreich. Nur, da ist mehr Zitrone drin. Oder das Wasser mit Geschmack, so. Wieder sind meine Geschmacksnerven schon so hart tot durch das ganze Zeug hier. Aber Ingwer merke ich gar nicht. Für Ingwer-Freunde ist schade. Die können das eigentlich vergessen. Da werden die nicht zufrieden mit sein. Es gibt ja viele, die gerne Ingwer mögen. Essen, trinken ist ja auch sehr gesund und lecker. Kann man auch schön Gerichte mit nachschärfen. Gut für den Magen. Wärmt von innen. Merkt man hier jetzt. Wenn man es jetzt nicht drauf stände, wüsste ich nicht, dass da Ingwer drin ist. Schmeckt wie ein Zitronenwasser einfach. Wasser mit Geschmack, mit einem Hauch Zitrone drin. Die ist noch nicht mal wirklich sehr. Ja, da fehlt wieder das zitronige, bittere. Das ist sehr mild. Also nichts Halbes, nichts Ganzes, würde ich jetzt mal sagen. Mit Limetten-Ingwer-Geschmack, mit Trauben- und Zitronensaft. Angereichert mit zusätzlichen Vitamin C und D. Also, hier sind so wenig Früchte drin, dass man das wahrscheinlich nicht merken würde, dass da Vitamin C drin ist. Also, hier hätte ein Spritzer mehr Kohlensäure, glaube ich, mehr gebracht. Dann schmeckt ja nicht so. Bisschen noch eingeschlafene Füße. Es ist ein bisschen laff einfach. Es ist nur ein ganz kleines bisschen prickeln. So wie hat man jetzt einen ganzen Tag lang Sprudelwasser in der Sonne stehen lassen und da ist nur noch ein Hauch drin. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Ist mir ein bisschen zu wenig Aroma. Also, wenn ich dann schon eine Limette Ingwer draufstehen habe, möchte ich diesen Geschmack auch haben. Ja, also ich weiß nicht. Das ist einfach Wasser mit Geschmack. Davon gibt es ja natürlich schon Tausende am Markt mit allen möglichen Geschmacksrichtungen. Hier hat man jetzt noch Vitamin C und D reingeballert. Puh, ja, schlecht ist es natürlich nicht. Mit, wie viel ist das hier? 0,75. Also mit einer 0,5 Milliliter von dieser Flasche hätte man schon 67% seines täglichen Vitamin C-Bedarfs gedeckt. Das ist schon relativ viel. Ist ja nicht schlimm. Das geht sowieso dann direkt wieder raus. Also der Körper nicht braucht, schaltet er aus. Aber muss er so viel sein? Ist auch ein bisschen heftig eigentlich. Ich weiß nicht, ob man so ein Produkt jetzt wirklich braucht. Klar, wenn man erkältet ist, denkt man, je mehr Vitamin C, desto besser, aber der Körper kann nur eine gewisse Menge aufnehmen, egal ob krank oder nicht. Und der Rest geht einfach in die Spülung, sagen wir mal so. Dafür hat man ja die Galle, die Nieren, die Leber, die sorgen für die Abfälle. So, was der Körper nicht braucht, kommt eben weg. Also von daher für mich, ich weiß noch nicht, was es kostet. Wenn jetzt unter 1 Euro ist, kann man auch sagen, okay, hat man ein bisschen Vitamin C, ein bisschen Zitronengeschmack im Wasser, wenn es kühl ist, man könnte sich hier noch ein bisschen. Ja, jetzt so ein Solarstream noch ein bisschen mehr Sprudel reinmachen, wenn man das mag. Das fände ich jetzt sogar noch besser, wo ich gar nicht so ein Sprudelwasserfreund bin, aber das ist mir zu laff einfach. Da kommt so nicht wirklich was rüber. Also das fehlt so was Spritziges noch. So hätte ich jetzt gern gehabt. Ist natürlich immer Geschmackssache, anderen schmeckt das vielleicht, wer gern stilles Wasser trinkt. Und ich weiß aber immer noch nicht, wo die verdammte Limette ist hier. Vielleicht, wenn man die ganze Flasche getrunken hat, hat man so einen ganz leichten Eindruck von einer leichten Schärfe auf der Zunge. Das war echt minimal. Also wenn ich da ein Stück Ingwer lecke, habe ich mehr davon. Okay,
Gut, wie gesagt, Geschmackssache. Für mich ist das jetzt hier ein bisschen zu wenig. Das ist nicht spritzig genug. Der Geschmack ist mir ein bisschen zu neutral irgendwie. Und letztendlich brauche ich diese Menge an Vitamin C und D. Halleluja. Und dann kommt es natürlich auch an, was kostet so ein Spaß. Ne? Ist natürlich auch nur eine Frage. Jetzt, wo alles teurer wird, muss man sich überlegen, ob man sich sowas gönnt. Oder sich einfach nur eine Limette kauft oder ein Stückchen Ingwer. Das kostet gar nicht mehr so viel. Macht sich schon einen leckeren Tee draus. Ah, mal gucken, was ist das jetzt? Das war schwer. Das hat wahrscheinlich diese Kiste so schwer gemacht. Was haben wir jetzt hier, der Chris? Wir haben Hot and Spicy Paprika Relish. Aha. Hot and Spicy. Also, nee, es ist kalt. Es ist nicht heiß. Also, das stimmt schon mal nicht. Aus dem Spreewald. Da ist bekannt für seinen Paprika-Anbau. da gibt es nur Gurken. Spreewald Feldmann. Hot and Spicy Paprika Relish. Zum Grillen, Verfeinern und Dippen. Bekanntes Stück des Gemüse, Chutney. Oh, also, ja, ein Chutney, das kannst du natürlich für Fleisch nehmen, kannst du mit kochen, kann man auch als Dip nehmen. Hauptzutaten ist Paprikazucker. Und zweite Zutat, vielen Dank. Branntweinessig, Wasser, Stärke, wenn das Ganze dick wird, Salz, Pfeffer, dann Kalium und Zitronensäure zur Konservierung und dann Gewürzextrakte. Das kommt aus dem Spreewald in Lübben. Mal gucken. Kohlenhydrate. Also 100 Gramm von diesen Dingern sind 30 Gramm Zucker. Also das ist schon nicht so ganz wenig, muss man mal sagen. Ist vegan, steht auch drauf. Aber puh, ein Drittel Zucker hier drin. Das ist jetzt auch nicht wenig. Ja, es ist auch gut verschlossen. Ich krieg's nicht auf. Ja, das ist gut verpackt. Das hält jahrelang. Wie lang? Ja, überhaupt. Bis 2024. Dank des Zuckers. Da ist so viel Zucker drin, da überlebt keine Bakterie. Ist auch so. Darum wird Marmelade meistens auch nicht schlecht. Wenn, dann kommt höchstens Pilz drauf. Aber sonst, die halten das gar nicht aus mit dem ganzen Zucker. Aber okay, scheint gut zu schmecken. Sieht zumindest gar nicht so schlecht aus. Also so eine richtig dicke rote Paste. Viel Paprika drin. Kann hier sein, wenn ich testen, kriegt das Scheißding nicht auf. Muss ich mal mit dem Flaschen, mit dem Öffner, Dosenöffner mal versuchen. Das mit dem Deckel ein bisschen anzuheben. Na gut, aber es gibt einen Paprika-Relish aus dem Spreewald. Hot und spicy, davon mal abgesehen. Warum immer das übrigens hot ist, weil Chili oder sowas ist hier nicht drin. Also hauptsächlich Paprika. Und Zucker. Ja gut, okay. Hier haben wir noch eine wunderbare Knallfolie. Da werde ich dann heute Abend mich mit beschäftigen. Was ist das jetzt hier noch? Jetzt fällt es hier um. Bitburger Fassbrause. Okay. Ist hier noch was drin? Da sind wir durch. Ein Haufen Pappe. Das stört alles nur. Ne, hier sind noch ein paar Sachen drin. Dann lassen wir das mal. Witzburger Fassbrause. Ich kann jetzt auch Fassbrause machen. Orange. Glutenfrei mit Vitamin B6 und B12 und C hat man natürlich auch. Klar, überall muss man noch Vitamine reinballern und man hat sie zufällig gefunden und gesagt, komm, schreiben das drauf. Da weiß es nicht. Naturtrüb, Orange. Okay, Fassbrause scheint auch so das Ding für jeden Brauer zu sein. Wahrscheinlich lukrativer als Bier inzwischen. Schauen wir mal. Jo, erstmal so aus wie eine orange Limo. Riecht auch so. Schmeckt auch so. Also hat jedenfalls mehr Prickel und mehr Geschmack als das jetzt hier. So, also die gute Bitburger Fassbrause. Riecht ganz lecker, aber ist nicht so geschmacksintensiv, würde ich mal sagen. Eher so eine milde Orangenlimo. Was ist das jetzt mit Fassbrause?
also wenn ich mich daran erinnere, die ersten Fassbrausen, die so rauskamen, die hatten noch so ein gewisses, einen gewissen Geschmack von Gebrautem an sich. Also so ein bisschen was anderes. Schmeckt es für mich jetzt wie ein ganz normaler Mirinda Fanta, mit sogar ein bisschen milder. Kohlensäure ist ganz gut. Orangengeschmack ist relativ mild. Nicht sehr stark, ist auch nicht sehr süß, das ist schon mal gut. Kann man trinken, ist aber auch jetzt nichts, wo ich sagen muss, wow, das ist eine total geile Limonade. Das ist mir zu normal einfach. Da ist von der Fassbrause im Fass gebraut und wie auch immer so gar nichts mehr übrig. Das schmeckt jetzt wirklich wie ja, jede andere Limo auch im Grunde. Finde ich ein bisschen schade, weil bei den ganzen Brauereien jetzt von, wie sie jetzt alle heißen, hat ja jeder so ein bisschen ihren eigenen Geschmack, was das Bier jetzt angeht. Bei den Limonade gibt es eigentlich fast gar keinen Unterschied mehr. Es kommt jetzt nur darauf an, was man reinballert an Geschmacksstoffen, ob man jetzt Orange nimmt oder irgendwann eine andere Frucht. Das muss jetzt halt irgendwie sich noch unterscheiden, das ist alles. Aber dass es Fassbrause ist oder normale Limonade, da merke ich keinen Unterschied, muss ich sagen. Gut, wenn es günstig ist, kann man das mal nehmen, statt, was weiß ich jetzt, ein Produkt von einem von den größeren Limonadenherstellern. Aber ist jetzt für mich nichts Besonderes, muss ich sagen. Schmeckt mir ein bisschen zu normal einfach. Das ist kein, was ist daran jetzt Fassbrause? Das ist eine ganz normale Limo. Das finde ich dann wieder ein bisschen schade, weil den hätte ich schon ein bisschen gerne was, oh, die hat so einen besonderen Geschmack. Und schmeckt ein bisschen nach, was weiß ich, nach Gebrautem, nach Gerstenmalz, keine Ahnung. Aber hat irgendwie sowas eben Brauereitypisches, dass es wirklich noch eine Fassbrause ist. Das ist jetzt einfach nur eine Limo in der Dose. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Weil, ob ich jetzt dann die Marke nehme oder eine andere, ist dann letztendlich völlig wurscht. Dann entscheide ich nur der Preis und dann nehme ich die Limo oder die Limo, weil, oder das Wasser mit Geschmack oder das. Und Vitamine habe ich auch viel zu viel hier, die gehen so alle raus. Beziehungsweise, wer Probleme hat, der Leber zum Beispiel, für den ist zu viel Vitamin B auch nicht so alles gut. Da muss man auch aufpassen. Ja, weiß ich nicht. Also, hätte ich mir jetzt was anderes erwartet. Das ist mir, ich sag das einfach nur eine Orangenlimo. Das ist für mich nichts Besonderes. Muss ich leider sagen. Ja, man kann es aber trinken. Ist ein bisschen milder als jetzt eine handelsübliche, die man so kennt, von den großen Cola, Mirinda, wie sie auch alle heißen, Coca-Cola, Fanta. So, was haben wir hier jetzt noch? Katzenfutter? Nee, das ist... Jetzt bleibst du da stehen. Mal ein bisschen... So. Tikka Curry Paste. Was ist das denn? Von Geeta's. The Real Flavor of India. Das ist der echte indische Geschmack hier. Authentic Indian Cuisine. Mhm. Expertly created just for you. Das ist nicht schön. Extra für mich aus Indien. Medium. Aha. No artificial colors, flavors or preservatives. Also, okay. Aha. Das ist was zum Kochen. Tikka Paste mit Curry. Okay, interessant. Also, aufmachen finde ich schon mal ganz hübsch, muss ich sagen. Hört auf so einem Regal. Sieht ganz schön aus mit diesen Kupferfarben hier und diesen Blumenornamenten. So, optisch schon mal ganz nett. Was ist das jetzt genau? Das kann man in der Pfanne mitmachen. Öl in die Pfanne geben, Zwiebeln andünsten, Hähnchenfleisch dazu geben, dann die Paste mit Curry einrühren, dann das Ganze einkochen lassen. Dann kann man noch ein paar Tomaten dazu machen oder Tomatenmark, ein bisschen Wasser, Sahne dazu. Und dann hat man so ein kleines, so eine Art dicker Masala hier mit Curry. Ist mal was anderes. Das dürfte so für eine Portion auf jeden Fall reichen. Ein, zwei Leute. Eine Menge, denke ich. Ja, interessant. Das kann ich noch nicht. Auch von dieser Firma nicht hier. Wenn die jetzt genau heißen. Geeta's. Kommt das her? UK Geeta's Foods Limited. Aus London. Und der EU kommt es aus. Antwerpen, Belgien. Das ist wahrscheinlich ein Importeur von dem Zeug. Ja. Interessant. Geeta Foods, komm. Was das jetzt genau sein soll, welche Philosophie dahinter steht, keine Ahnung. Das Curry lässt sich auch vegetarisch und vegan mit Gemüse und Kokosmilch zubereiten. Ja, das ist im Grunde ja nur Würzpaste. Kannst also alles mitmachen. Ist die denn vegan?
Schwarzes Kardamompulver. Muskat, Boxhorngläsern, Muskatnuss, grünes Kardamompulver. Also hier ist nichts drin, was irgendwie tierisch wäre, also ist auch. Ich würde mal sagen, das ist auch vegan, weil ich sehe auch kein Ingwerpüree sogar. Keine Milchsachen oder sowas. Jo, kann man auch vegetarisch oder vegan mitkochen. Sehr interessant. Also kann ich jetzt schlecht hier aufmachen, weil dann ist es, muss ich es aufbrauchen. Das wird sich wahrscheinlich nicht lange halten dann. Aber ist eine interessante Sache. Eine Currypaste für einen Tikka Masala oder sowas, was man denn machen kann. Ist ja jetzt auch nicht typisch indisch. Das hat ja, haben ja die Engländer erfunden. Aber so ein leckeres Currygericht mit Tofu oder mit Hähnchenfleisch oder so in eine Pfanne gemacht. Das hier reingerührt. Ist bestimmt lecker. Vielleicht noch Reis dazu. Ja, hat man ein komplettes Gericht. Nicht schlecht. Ich dachte, hübsche Aufmachung. Also das gefällt mir. Ja, mal was anderes. Habe ich auch noch nicht gesehen im Laden oder so. Das ist anscheinend echt mal was Neues. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas Bedeutendes, Tolles oder was? Hier ist noch ein Kartönchen, was immer das ist. Taste me, New Zealand. Jawohl, ich teste dich. Ist ein Ticket drin nach Neuseeland? Vermutlich nicht. Also, das ist ein Bio-Kräutertee. Manuka-Honig und Lemon-Myrte. Was immer das jetzt ist, Lemon-Myrte. Klingt aber sehr interessant. Auch wieder so eine Öko-Verpackung mit recyceltem Papier, so wie das aussieht. Graspapier ist das. Cool. Bio-EU-Zertifikat. Ja, Bio-Kräutertee. Mit Zitronengras, Apfel-Süßholzwurzel, Zikori-Wurzel. Zitronenaroma, Hibiskus, Manuka, Honiggranulat, 5%, Krauseminze, Lemonmyrte, 4%, was ist denn beim Lemonmyrte? Zitronenöl ist auch noch drin, Stevia als Süßungsmittel und süße Brombeerblätter und Limettenöl. Ja, okay. Und interessante Aufmachung von der Verpackung her. Das ist hier so erhaben gedruckt, also das fühlt man auch richtig. Ganz nett gemacht. Hinten steht nochmal zum Lesen drauf. Für Abenteuer, wenn man erlebt, wenn man einen Tee pflückt oder was, keine Ahnung. Interessant. Wir tragen Verantwortung. 100% natürliche Zutaten und CO2-Emissionen werden alle persönlich aufgegessen. Keine Ahnung. Also es, die Filterbeutel sind aus Bananenblättern und sind kompostierbar. Also volles ökologische Produkt hier. Ist ja Wahnsinn. Okay, das finden wir gar nicht so schlecht. Machen wir das Ding jetzt auf hier. So ein Kniff. Haben wir da irgendwas für vorgesehen? Und kommt nicht dran. Doch, hier oben. Oder? Und ist zugeklebt. Wie soll man denn jetzt da drankommen an den ganzen Kram hier, Leute? Machen wir es halt so. Man muss ja auch nochmal drankommen. Boah. Hier liegen ja die kleinen Sachets drin. Das scheint auch wieder so Ökopapier zu sein. Taste My Zealand. Hinten sind nochmal Verbraucherinformationen, wie viel Wasser und warum und wie heiß und so weiter. Nimm für deine Tasse einen Teebeutel und mindestens drei Teebeutel für eine Kanne. Ja, gucken wir mal. Riecht so ein bisschen zitrusfrüchteartig. Das ist aus Bananenblättern. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Bisschen dunkler als sonst dieses Papier. Ist auch kein zugenäht, ist kein Metall dran. Also sehr umweltfreundlich hier. Könnte man also direkt so in den Kompost schmeißen. Da bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Werde ich mir mal jetzt ein bisschen heißes Wasser holen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe mir jetzt mal einen Tee aufgegossen hier und warte noch auf die. Auf Stichwort, wann ich den trinken kann. Dauert 10 Minuten, muss man den ziehen lassen. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Mal gespannt. Ist schon mal interessant. Guck gerade mal, ob ein bisschen vielleicht eine kleine Ölspur oben drauf ist, weil hier waren ja auch Öle drin von den Zutaten her. Ob man das merkt, Zitronenöl, Limettenöl. Bin ich mal gespannt. Die Marke heißt Teja.
Aber Hersteller ist, wie ich jetzt hier auf dem Aufdruck gesehen habe, die Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH aus Bad Heilbrunn. Kennt man ja von diversen Gesundheitstees, die es in Drogerien zum Beispiel gibt und so. Also, die haben ja durchaus Teeerfahrung. Die hat man dann unter der neuen Marke dann so ein bisschen was Ökologisches hier rausgebracht. Finde ich ja nicht schlecht, ist Bio und so weiter. Eine schöne Aufmachung, also die gefällt mir. Und gucken wir mal, was wir noch hier drin haben. Hier haben wir nochmal ein Taste My Italy. Ach, guck mal an. Also hier gibt es verschiedene Länder, die man hier bereisen kann. Jetzt teemäßig. Und hier gibt es dann viele Grüße von Silvi. Und hier war dann eine Sophie unterwegs und hat diesen Tee für euch gemischt oder was. Keine Ahnung. Also das ist jetzt Biofrüchte-Tee, Zitrone, weißer Hibiskus, Basilikum. Aha. Interessant. Ja, den gieße ich mir jetzt aber nicht auch noch auf, das dauert mir zu lange. Gut, also gibt es verschiedene Sorten, vielleicht gibt es noch andere Länder davon. Jedenfalls auch gleiche Aufmachung, sieht interessant aus. Alles recycelt und kompostierbar. Interessante Geschmacksrichtung, weißer Hibiskus, Basilikum, Zitrone. Okay, klingt schon mal interessant. Hier irgendeine Story da hinten vom das Meer und tralala. Also hier hat man auch genug zu lesen, wie mit der Schokolade. Also neuerdings muss man sich mit dem Zeug auch noch beschäftigen, was man da gekauft hat, um es wegzutrinken, wegzuessen. Okay, Taste My Italy. Interessant. Ich will mal wissen, was das dann kostet. Was sind hier drin? Apfel, Hibiskus, Brombeerblätter, Hagebuttenschalen, Zitronengras, Süßholzwurzel, Zitronenmyrte, Basilikum, Zitronenschalen, Granulat. Mal alles granuliert. Zitronenaroma, Zitrusschalen, Zitrusöl und Früchtearoma. Kontrolliert biologischer Anbau, Natur aus Laktose, glutenfrei und vegan. So. Ja, interessant. Gibt es also noch mehrere Richtungen von Italien und Seeland. Wahrscheinlich gibt es da noch was anderes. Wo es eigentlich, ja, Früchtetee, ne, ist ja eigentlich kein richtiger Tee, sondern nur ein Aufguss. Wenn kein Tee drin ist, ist auch kein Tee. Mal bin gespannt, wie der jetzt hier schmeckt, der Seeland. Und ja, schauen wir mal, ob es das jetzt war. Ich glaube schon. Hier ist noch was. So. Was hier? Hier ist noch Pappe drin. Dann war es das. So, hier haben wir nochmal, nee, andersrum. Eine Sarotti-Schokolade. Gleiche wie eben. Wieder so recyceltes Papier mit Kakaoschalen drin. Diesmal auch Fair Ecuador mit 70%. Hm? Fruchtig, blumig, mild und cremig, zart. Hier steht auch schon mal wieder drauf, was man so erwarten kann. Interessant. Also verschiedenste Empfehlungen. Wonach sollte das schmecken? Fruchtig, blumig. Oh, Alexa aus. Ich hoffe, bei euch ist jetzt nicht auch irgendwas ausgegangen. So, dann kann ich jetzt mein Tee mal probieren hier. New Zealand. Schlecht mir gleich die Brille. Bisschen Süße ist auch drin. Kommt wahrscheinlich von dem Stil, der auch von diesem Honiggranulat, das da drin ist. Riesholz, ja. Ja, also ist nicht so honigintensiv wie dieser griechische Tee, den ich mal hatte. Diesen griechischen Honigtee oder was das gewesen ist. Der war schon mehr honigmäßig. Hier ist es eher so ganz, ganz leicht. Ja, Früchtetee, würde ich mal sagen. Mit so ein bisschen was Zitronigem. Ja, ich denke mal, den können wir auch kalt trinken. Das wird dann relativ erfrischen. Ja, Minze, ja, Krause Minze, könnte sein. Die hat ja auch noch ein bisschen was anderes im Aroma. Ja, man schmeckt so ein bisschen was raus, ist relativ mild. Das Zitronengras kommt eher so ein bisschen durch. Ich glaube, davon ist auch am meisten drin. Ja, aber nicht schlecht.
Kann man trinken. Also, dazu noch alles biologisch, ökologisch. Zählend hier. Und dann haben wir hier noch Italien. Ja. Mit Basilikum. Da bin ich mal gespannt, was es da noch für Länder davon gibt. Wir probieren nochmal unsere 70% Schokolade gegenüber die 60%. Mal sehen, wer da besser ist, wer gewinnt oder ob die alle gleichwertig sind. So, hier mal auch wieder ganz viel zum Durchlesen, wie ökologisch und fair alles ist. So, das können wir auch noch auf, wenn man es aufreißt hier. Und wieder große Stücke. Machen die nicht kleinere? Damit die ihr Sorti-Logo hier so drauf machen können. Oh ja, das riecht schon was kräftiger hier. Riecht schon was bitterer. Kräftiger im Geschmack. Hm. Ja, könnte die noch sein? Cremig? Hm. Ich merke den Unterschied schon. Und wenn ich die ist cremiger, wie setze ich? Milch. Die ist was kräftiger. So richtig cremig zart schmelzen finde ich sie nicht. Alle beide nicht. Die bleibt schon eine Weile im Mund fest. Ich sag mir so der Zartbitter-Typ. Also 10% macht schon Unterschied. Aber auch nicht schlecht. Mhm. Kann man auch essen. Ja. Mhm. Aber, und gesagt, auch hier die voll ökologische Verpackung. Mal sehr vorbildlich hier. Kein Plastik, keine Folie oder sowas. Wäre schon nicht schlecht. Und lecker sind die beide. Also, wenn auch so etwas bittere Schokolade schmeckt mit hohem Schokoanteil. Die ist aber nicht extrem bitter. Also schon eher die milde Sorte. Und da gibt es schon welche, die so dunkler schmecken, schwerer. Ist auch nicht sehr süß. Also wer so ein bisschen weniger Zucker haben möchte, ist das hier wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja, also schmeckt nicht schlecht, muss man sagen. Alle beide nicht. Die 60% ist ein bisschen milder. Ein bisschen leichter, blumiger. Die ist ein bisschen kräftiger, aber auch nicht zu kräftig. Also von daher, so ein bisschen Geschmackssache. Kann man beide mal ausprobieren. Dann hat man seinen Favoriten ja vielleicht gefunden. Und ja, schadet nichts, das mal zu probieren. Und war es ganz lecker. Und noch einen Tee. Und dann haben wir es. Ja, Frucht und Tee hätte noch ein bisschen mehr Honig vertragen können. Und die Zitronenmelisse dominiert auch so ein bisschen. Dann wäre es was ausgewogener gewesen. Man kann natürlich noch ein bisschen Honig reintun. Wer es ein bisschen süßer mag. Ja, nicht schlecht. Also alles in allem interessante Auswahl wieder diesmal. Und vor allem auch interessante Sachen dabei. Jetzt haben wir das neue French Dressing von Tomi hier. Eine Riesenschachtel. Und dann das unöffnbare Paprika Radish. Hot und spicy. Spicy, spicy. Dann das relativ, weiß ich nicht, ich sag mal, halb überflüssige Immunwasser von HSC. Also wer es braucht, keine Ahnung. Puh, das ist für mich einfach nur Marketing. Ob man das echt braucht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, nee. Dann hat Mutti uns hier ihr zweifach konzentriertes Tomatenmark geschickt. Also ich kann jetzt hier leckere Sachen kochen, abgesehen vom French Dressing. Kann man natürlich als Brotaufstrich nehmen. Keine Ahnung, habe ich keine Ahnung von French Dressing. Ja, die Chips waren lecker. Zwar nicht so der extreme Barbecue-Geschmack, aber ich brauche jetzt mal was anderes als dieser Schokogeschmack. Das ist schon lecker, muss ich sagen. Ist schon nicht schlecht. Dann die Brause, die eigentlich wie ganz normale Orangen-Limonade schmeckt. Hm. Da bin ich mir nicht so sicher, ob man das wirklich braucht. Das kann ich jetzt nicht testen, aber sieht sehr lecker aus, sehr interessant. Also, schöne Aufmachung. So eine Currypaste ist auch immer einfach zu benutzen.
in die Pfanne mit rein und dann fertig. Also könnte lecker sein. Muss mal ausprobieren irgendwann. Dann haben wir noch den Tee hier und die Schokoladen. Die waren auch nicht schlecht, muss ich sagen. Schmeckt noch sehr gut. Und dann noch der ökologische Ansatz hier mit diesem recycelbaren oder recycelten Papier und alles. Auch nicht so schlecht. Dann haben wir noch die ziemlich süßen Blätterteig-Dinger hier mit Milchcreme-Füllung. Halleluja. Also Zucker haben wir heute genug. Auch nicht so schlecht von der Füllung, ja, okay. Man darf sich von dem Bild nicht so irritieren lassen. Schmeckt immer auch lecker, muss man sagen. Ist natürlich so, boah, so der Zuckerpunch. Ne? Also könnte man dann hier so einen Tee, vielleicht passt dann aber der italienische dazu so ein bisschen besser. Kommt ja beides dann aus Italien sozusagen. Und wenn das aus Bad Heilbronn ist. Aber es passt so dann ein bisschen thematisch dann zusammen. Ja, interessante Mischung diesmal wieder. Also ein bisschen Curry, ein bisschen Italien, Spanien ist auch vertreten. Bitburger aus Deutschland. Und dann haben wir auch hier unser Spreewaldzeug hier. Und das hohe Tee. Und dann gucken wir mal, was uns die Beilagen hier noch so sagen. Wieder viel Zettelskram. Mathilde Vincenzi. Und noch ein bisschen Werbeblättchen hier. Feingebäck seit 1905. So lange backt die Frau schon. Blätterteig-Sortiment von Mathilde Vincenzi. 192 Stück dünne, knusprige Schichten aus feinem Blätterteig mit Butter. Also das sind 192 Schichten, haben wir gezählt extra unter dem Mikroskop. Warum auch immer. Das ist hier einfach nur Reklame. Dann kann man hier den Degusta-Box Adventskalender sich hier gönnen, wer möchte. Den gibt es auch zum Vorbestellen. Und dann haben wir hier noch so ein paar Rezeptvorschläge. Einmal ein Hähnchen-Ticker-Wrap mit dieser Paste und eine Bolo. Bolognese-Soße mit Muttis. Gut, ich weiß nicht, ob ich das lesen kann, ob die Auflösung gut genug ist. YouTube macht ja alles auch noch mal ein bisschen unschärfer. Wenn will, den kann ich das auch kopieren. Also hier haben wir noch ein Bolo-Rezept drauf. Das ist natürlich auch jetzt nichts so Besonderes. Man macht einfach, dass Tomatenmark rein gut ist. Hähnchen-Ticker, ja, mit als Wrap. Und interessante Idee, haben wir noch mal ein paar Rezeptvorschläge. Und hier haben wir dann unsere Preise. Produkt des Monats, diesmal ist Mathilde Vincenzis Milchcreme. Bocconcini, wie immer man das ausspricht. Ein Blätterteiggebäck füllt mit samtiger Milchcreme. Aha. Okay, kostet 1,99 die Packung. Ja, finde ich okay. Ist auch relativ viel drin, muss man sagen. Und Blätterteig und so, das ist jetzt auch nicht so einfach zu backen. Also ich denke mal, es ist das Geld schon wert. Wenn man andere Keksprodukte in der Größe so sieht, ist es ein guter Preis, wenn ich mal sagen. Wo fangen wir dann an? Die Sarotti-Schokolade, die ist jetzt nicht die billigste. Dafür aber auch fair gehandelt und Rainforest Alliance und recycelte Verpackung und so weiter. Das muss man natürlich alles bezahlen. Kostet 1,99 die Tafel. Schmeckt aber auch gut, muss man sagen. Kann man ausgeben. Das ist ja auch nichts, was man sich halt jetzt jeden Tag reinzieht oder sollte. Das ist noch okay. Ist jetzt aber nur eben keine niedrigpreisige Schokolade. Ist ja mehr in den höherpreisigen Bereich. Aber wer aufs Geld guckt, der wird sich diese Art Schokolade eh nicht dann kaufen, denke ich mal. Die Currypaste hier von Gitas kostet 1,99 dieses Päckchen. Okay. Das wird nach authentisch indischer Rezeptur mit typischen Kräutern und Gewürzen hergestellt. Damit kann man ein original indisches Curry für zwei Personen zubereiten. Gita Samantis Familienbetrieb stellt seit über 2 Jahrzehnten authentische indische Lebensmittel her. Nur von dem steht hier überhaupt nichts drauf. Der hätte der Herr Gita oder wer auch immer vielleicht noch eine Info dazu geben sollen, weil ich kann dann mit der Marke so jetzt hier gar nichts anfangen. 2 Euro für so ein Päckchen. Okay, wenn man auch das Fleisch dazu nimmt, vielleicht ein bisschen Gemüse, Tomatenmark, ja, kommt auch noch relativ preiswert weg. Für 2 Personen geht das noch, sag ich jetzt mal. So, 1,70, 1,80 hätte ich vielleicht besser gefunden. Dann kostet der Tee hier von Thea, Italy und New Zealand. 2,59 diese Packung hier. Wie viel sind da überhaupt drin? Ist das hier irgendwo drauf? 17. Das sind 17 Filterbeutel, die 2 Gramm. Okay, für 2,59. Ja. Die meisten Markentees gehen auch so um die 2,50, 2,49, 2,29, so im Regal. Das ist auch komplett bio und mit recycelter Verpackung und Bananenblätter Filtertüten.
Ja, da muss man natürlich auch alles bezahlen, weil das ist Zeug, was jetzt nicht so Massenware ist. Finde ich noch okay, aber dann muss der Geschmack auch ein bisschen überzeugen, sonst ist man dann eher enttäuscht. Ist aber ein guter Ansatz, finde ich. Vor allem durch diese Verpackung finde ich immer schön, wenn die recycelbar ist und nicht dieser ganze folierte Plastikkrempel, den man sonst immer so hat, wo man nicht weiß, wo man den eigentlich hinschmeißen soll. Finde ich schon mal nicht schlecht. Also auch nicht der billigste Tee. Da hat man sich natürlich ein bisschen Mühe gegeben. Aber okay, 2,59 ist noch so an der Grenze, würde ich mal sagen. Da gibt noch teurere Bioladen, da muss man auch gucken. Hier ist auch alles Bio. Muss einem letztendlich entscheidet dann auch der Geschmack, würde ich mal sagen. Das Tomi French Dressing hier gibt es für 2,19 €. Ja, keine Ahnung, da habe ich jetzt nicht so die Erfahrungswerte, was so fertiges Dressing in der Größe normalerweise kostet. 350 Milliliter. Bin jetzt nicht der Salatesser, keine Ahnung. Wenn man jetzt eine große Glasflasche, das wird es wahrscheinlich wert sein. Mute ich jetzt mal. Dann haben wir den Spreewald Gurkengrelish, Curryrelish oder Paprikagrelish. Gab es also drei verschiedene zur Auswahl. Ich hatte hier das Paprikarelish in der Packung. Bin ich auch froh drum, also mit den anderen hätte ich jetzt nichts anfangen können. Gurken, da bin ich wie eine Katze, kann ich überhaupt nicht ausstehen. Bringt skandinavisches Flair in die Küche. Skandinavisch? Okay. Warum auch immer. Jo, 1,59. Ja. Finde ich okay. Für ein großes Glas. Mit so was Speziellem. Ja. Ich bin wieder scharf. Finde ich okay. 1,59. Geht noch. Also ist okay. Ist ja jetzt nicht nur angelegte Gurken, angelegte Paprika, sondern eine richtige Mischung. Hält sich auch jahrelang, man kriegt es nicht auf. Dann haben wir das hohe C, Immun Water. 1,39, dann Next Level Water. Natürliches Mineralwasser mit milder Kohlensäure, also eigentlich fast nicht vorhanden. Trifft auf lecker leichten Geschmack, auch fast nicht vorhanden. Ja. Hier kommt dann noch Pfand dazu von 25 Cent. Wenn man das auf die 1,39 noch zurechnet, finde ich es ein bisschen teuer. Also für Wasser mit Geschmack müsste ich jetzt für das Geld dann nicht haben, ganz ehrlich gesagt, weil letztendlich ist es auch nur Wasser. Ein kleines bisschen, ja. Mineralien drin, bisschen Geschmack. Warum man jetzt da noch mal Vitamine reingeballert hat, damit man das als Immunwasser verkaufen kann. Aber wie gesagt, Vitamin C Mangel herrscht normalerweise ja nicht in Deutschland und ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Das ist so ein typisches Marketingprodukt, würde ich jetzt mal sagen. Muss man nicht unbedingt haben, finde ich. Ist jetzt meine Meinung. Aber das muss jeder für sich natürlich entscheiden. Aber wie gesagt, diese ganzen Functional Food-Geschichten ist meistens alles überflüssig. Dann haben wir Naturchips. Jetzt rede ich schon Natusch. Hier steht Naturchips. Was sind Naturchips? Naturchips Barbecue. Wahrscheinlich sollte das Natur heißen. Hier steht auch Naturchips drauf. Ah, das ist kein Schreibfehler. Naturchips. Warum? Naturchips? Naturchips, ist das Spanisch? Keine Ahnung. 1,89. Das ist natürlich jetzt nicht auf der billigen Seite, muss ich sagen. 75 Gramm. Die kriegt man auch schon, also jetzt von anderen Herstellern, in so einer Packungsgröße 1,59, 1,69. Das ist auch schon ein bisschen an einer höheren Stufe. Das ist also Geschmack mal was anderes. Aber das kann man sich mal gönnen, aber wäre jetzt nicht so, was ich mir dauernd kaufen würde. Dann ist dafür ist der Preis mir dann zu hoch. Also im Angebot ja, 1,89 finde ich immer für 75 Gramm gepuffte Kartoffeln ein bisschen viel. Die Bitburger Fassbrause Natur trübe Orange, die haben wir hier für 59 Cent. Ja, das ist hier 0,3, 0,33. Dazu kommt noch Pfand. Ja, 85 Cent für so ein Ding, wie ein normaler, ist okay, sag ich mal, für Produkte von anderen Limonadenherstellern zahlt man meistens für so eine Dose mit Pfand dann meistens auch so 90 Cent, 1 Euro. Ist okay, nur ist eben für mich vom Geschmack her jetzt einfach nichts Besonderes. Also, da fehlt für mich das Fassbrause. Was macht das jetzt besonders? Ist mir zu normal. Also für dafür, man kann das mal kaufen, wenn es im Angebot ist, würde ich jetzt sagen, aber als Ersatz für irgendeine andere Limo. Nur als jetzt, boah, das ist jetzt die Marke, die ich immer trinken will, wäre jetzt für mich nichts. Also, da fehlt mir das gewiss etwas. Und dann haben wir noch die Sarottis. Ja, die hatten wir für 1,99. Das hatten wir dann.
Gut, dann haben wir alles von den Preisen her. Die Mutti hat 1,50 gekostet hier. Wieder Tomatenmark. Gut, ich kaufe jetzt nicht so oft Tomatenmark. 1,50. Schon für einen Euro gesehen. Ist jetzt Mutti, ist in Marke. Pff, sag mal, 1,39, 1,49 wäre auch okay gewesen. Gut, hier hat man jetzt ja noch ganz viel Möhren und anderes Gemüse drin. Das muss ja auch einer ganz klein schneiden, damit die 2% hier reinpassen. Okay, deshalb ist es ein bisschen teurer, aber okay, gut. Ist aus Italien eingeflogen, muss man auch mit einrechnen. Von daher ist es okay. Gut, also alles in allem interessante Produkte. Mal gucken, in allem kann ich natürlich nicht immer was anfangen. Die müssen sich dann andere antun, werden dann verschenkt oder so. Die Chips soll ich so direkt wegessen. Jetzt habe ich hier noch eine Limo zu trinken. Habe ich genug auf jeden Fall. Vitamine auch. Dann kann ich mir noch einen Salat machen hier. Und vielleicht kriege ich auch irgendwann diese Paprika-Relish auf. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe auch auf das nächste Mal, wenn es hier heißt, die nächste Box, das nächste Essen wird probiert. Und ja, ich bin auch gespannt, was dann wiederkommt als nächstes. Ich hoffe ihr auch. Und wie fandet ihr hier diese Mischung, würdet ihr von auch was probieren, kaufen wollen oder sagt, nee, das brauche ich auch nicht. Oder interessant, kannte ich jetzt gar nicht. Bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.